Bilder aus der verwüsteten Wohnung des Horrorpärchens. Ausgedruckte Fotografien liegen auf dem Bett. Ein Bild zeigt einen menschlichen Kopf angerichtet auf einer Servierplatte. Offenbar finden die Ermittler Überreste von Körpern in Einmachgläsern und Tiefkühltruhen und konservierte menschliche Haut. Dimitri M., ein 35-jähriger Militärangestellter, und seine 42-jährige Ehefrau Natalia B., eine Krankenschwester. Die beiden hatten Selfies mit Körperteilen gemacht. Dann vergaß aber offenbar Natalia B. ihr Handy in der Nähe der zerstückelten Leiche dieser jungen Frau. Wir konnten diese Leute schnell festnehmen und sie werden jetzt weiter in Haft bleiben. Wir warten jetzt erst einmal die Untersuchungen der Fundstücke ab. Nach Medienberichten soll Dimitri M. inzwischen 30 Morde gestanden haben. Möglicherweise führte das Paar bereits seit 18 Jahren ein Doppelleben. Ich fand sie nicht in irgendeiner Weise auffällig. Seine Frau hatte ihren Krankenschwesternjob verloren und seitdem viel getrunken. Als ich das jetzt hörte, war ich total geschockt. Auf den ersten Blick ein ganz normaler Typ. Ich habe mal seinen Schlüssel für ihn aufbewahrt. Aber ab und an hatte er eine Mimik, die wirklich nach psychischen Störungen aussah. Die Polizei hat nun begonnen, eine ganze Reihe von vermissten Fällen in der Region neu aufzurollen. Die beiden Festgenommenen sind offenbar bereit, umfangreiche Aussagen zu machen.